Herzlich willkommen zur heutigen Kochshow-Ausgabe von Univision. Ich bin der Nils und ich habe heute einen Gast da, den Jonathan. Und der Jonathan wird uns heute was Leckeres kochen. Jonathan, was hast du denn vorbereitet? Danke, Nils. Ich habe heute was Koreanisches vorbereitet und zwar nennt sich das Bibimbap. Und die Basis ist einfach Reis und dazu gibt es dann relativ viele frische Zutaten. Und dazu gibt es dann noch eine Miso-Suppe. Das wird jedoch eine japanische Variante sein und ja, das war es dann eigentlich schon. Ja, und was brauchen wir dafür an Zutaten? Ja, da kommen wir dann dazu. Und zwar brauchen wir Zwiebeln, Knoblauch, Chilischoten, Sesam, Frühlingszwiebeln, Karotten, Gurken, Kartoffeln, Eier, Rucola, Sojasprossen, Hackfleisch, Reis, Chilipaste und Sesamöl. Und für die Vorspeise Tofu, Seitan, Frühlingszwiebeln, Miso-Paste und Dashi-Paste. Dann lass uns auch direkt loslegen zu schnippeln. Ja, würde ich auch sagen. Und Schürzen nicht vergessen. Passt. Ja, super. Dann lass uns doch einfach direkt mal den Reis machen. Ich habe gesehen, du verwendest jetzt Milchreis. Ist das irgendwie üblich oder ist das was Besonderes? Also genau. Also in Korea ist es eigentlich üblich, dass man Milchreis nimmt. Das ist einfach so ein Sticky Reis oder Sticky Reis. Und ja, den haben wir hier schon vorbereitet. Der ist gewaschen. Mhm. Und den tun wir jetzt einfach nur in den Reiskocher und dann ist er nachher einfach frisch. Und wie ist das Verhältnis? Also wenn ihr Reiskocher habt, dann habt ihr da so eine Skala an der Seite. Danach könnt ihr euch richten. Ansonsten ungefähr die doppelte Wassermenge. Alles klar, dann. Okay. Warte, ich mach's mal. Der Reis ist im Reiskocher und brodelt vor sich hin. Jetzt ist es soweit, dass wir das Fleisch anbraten und die Kartoffelecken. Und genau, das machen wir einfach mal. Die Pfannen sind heiß. Ein bisschen Öl rein. Ein bisschen für dich. Ja, reicht, danke. Ein bisschen für mich. Ja, und um was für ein Gericht handelt es sich eigentlich? Also was ist der Stellenwert von diesem Bibimbap? Es ist eigentlich ein Klassiker in Korea und man bekommt den auch in den meisten koreanischen Restaurants. Wobei wir ja sagen müssen, wir haben auch darauf geachtet, dass ihr das zu Hause nachkochen könnt. Also wir haben jetzt relativ einfach bekommbare Zutaten uns besorgt und einfach, dass es soll auch ein bisschen einladen, sozusagen das mal zu Hause auszuprobieren und einfach diese Geschmackswelt, diese auch neuartige Geschmackswelt kennenzulernen. Und ich denke, das Öl ist heiß. Ja, wir können loslegen. Ich habe jetzt hier die Zwiebeln reingeschmissen, lasse die ein bisschen goldbraun andünsten und dann tue ich das Fleisch rein und dann am Ende kommt noch ein bisschen Knoblauch drauf. Ja, ist schon ein bisschen anders so also im Vergleich zu, weiß ich nicht, deutscher Küche sowieso. Ja, klar. Aber so die Geschmacksvarianten sind schon. Durchbraten. Ja, riecht auf jeden Fall schon mal sehr gut. Definitiv. Mein Fleisch ist fertig. Wie sieht es bei dir aus? Ja, meine Kartoffeln sind auch soweit durch. Die sind goldbraun angebraten. Die können wir eigentlich zur Seite stellen. Mhm. Und ich würde sagen, dann machen wir die Miso-Suppe fertig. Sehr gerne. Dann gebe ich dir mal den Tofu. Ja. Den kannst du auch einfach in gleichmäßige Würfel schneiden. Brauchen wir alles davon oder erstmal die Hälfte oder so? Du hast recht, für uns beide reicht wahrscheinlich, wenn du nur die Hälfte nimmst. Okay. Mach ich mal. Und ja, in der Zeit habe ich hier das Wasser aufgesetzt. Da wir jetzt nur für zwei Personen kochen, würde ich mal ungefähr sagen, das sind jetzt hier gute 400 Milliliter. Das sollte eigentlich auch reichen. Und da kommt jetzt rein einmal die Miso-Paste und wir haben ja noch einmal hier die Dashi-Paste. Da müsst ihr darauf achten, das Wasser darf nicht kochen. Und dann fangen wir an hier mit der Dashi-Paste, die kommt zuerst rein. Ein so ein Päckchen reicht oder was? Ein so ein Päckchen sollte reichen. Also falls ihr merkt, dass es nicht reicht, ihr könnt auch gerne da nochmal nachschmecken und ein bisschen mehr reintun, wer es ein bisschen intensiver mag. Das kriegt man auch in
Asialaden. Genau, das kriegt man ja ganz einfach im Asialaden. Okay. Und die andere kommt dann später, oder was? Ja, genau. Wir lassen das jetzt mal ein bisschen ziehen. Ja. Und dann kommt gleich die andere Paste dazu. Mhm. Vielleicht zur Erklärung nochmal. Das hier, das sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, ist ein bisschen bräunlich. Da gibt es übrigens eine helle und eine dunkle. Wir haben jetzt hier die helle genommen. Und das ist eigentlich nur eine fermentierte Sojapaste. Das gibt es auch in Korea, das gibt es in Japan auch, in China schätze ich auch. Und wir haben uns einfach für die japanische Variante entschieden. Wie viel kommt da rein jetzt? Da würde ich sagen, gehen wir auch vorsichtig ran, weil nicht alle mögen das. Mhm. Ich gehe jetzt mal mit 2 kleinen Teelöffel. Man kann es ja immer noch dann verfeinern. Auch. Genau, das kann man immer verfeinern. Wie gesagt, die Leute, die es ein bisschen intensiver mögen. Das riecht schon mal ganz gut. Achso, wir müssen auch brauchen auch Lauch, ne? Lauch. Genau. Soll ich das einfach schon mal schneiden? Genau, ich würde sagen, du schneidest nochmal frischen Lauch. Dann sind wir eigentlich soweit fast mit der Suppe fertig. Jetzt kommt nur noch der Seetang da rein. Den haben wir vorhin ungefähr für eine halbe Stunde vorher eingelegt, damit der ein bisschen weicher wird. Ja, riecht wie in der Nordsee. Riecht wie mehr, ne? Ja. Okay. So, ich denke mal, das reicht jetzt sogar schon. Okay. Dann würde ich dich bitten, dann noch den Tofu dazu zu. Ja, soll ich einfach alle reinmachen? Oder ja, mach ruhig. Oder wir können mal schauen, tu mal rein. Sagst du, stopp einfach. Genau. Vorsicht. Und das dürfte dann eigentlich schon reichen. Ja. Und das jetzt einfach nochmal kurz. Genau, das lassen wir jetzt einfach ganz leicht noch köcheln. Genau, köcheln nicht, aber damit es warm ist. Ja. So, wir sind fast soweit. Jetzt fehlt nur noch das Pochieren des Eis. Dazu haben wir das Wasser jetzt aufgesetzt. In der Zwischenzeit, während das heiß wird, werden wir noch eine kurze Soße anrichten. Und zwar haben wir hier so eine Chili-Paste. Und ja, die werden wir einfach noch ein bisschen mit Wasser verfeinern und mit Honig, damit die nicht ganz so scharf ist. Und ja, das bekommt ihr eigentlich auch in jedem Asialaden. Und oben drauf. Genau. Da kommt dann jetzt auch der Sesam dazu. Und den Sesam, den zerdrücken wir einfach noch mal in den Fingern und der wird dann einfach noch dazu gemischt. So, und das war's dann schon. Ja, super. Wir werden jetzt das Ei pochieren. Ehrlich gesagt muss ich zugeben, ich weiß nicht genau, was das ist. Deswegen werde ich noch mal das Wort an den Fachmann geben. Jonathan, erleuchte uns. Pochieren ist eigentlich nur eine Art, wie wir jetzt das Ei zubereiten. Und wie gesagt, dafür haben wir schon das Wasser warm gemacht. Es sollte am besten nicht sieden. Und das hat einfach den Grund, damit das nicht zu schnell stockt, weil wir wollen, dass das Eigelb innen drin flüssig ist und das Eiweiß drumherum halt stockt. Und ja, das werden wir jetzt einfach mal versuchen und hoffen, dass es auf den ersten Versuch auch funktioniert. Am Anfang schauen wir, dass wir hier so einen Strudel bekommen. Mhm. Okay. Ich warte auf dein Zeichen. Ja. Okay, kannst du mal aufschlagen. Und dann komm rüber. Und legst du in die Mitte rein. Kannst du ein bisschen flacher, genau. Weiter. Okay, das sieht schon ganz gut aus, muss ich sagen. Das nehmen wir so, Nils. Übung macht den Meister. Oder? Was meinst du? Ja, top. So. Ui. So muss es halt ungefähr aussehen. Ich hoffe, da haben wir das pochierte Ei wenigstens einmal halbwegs präsentabel. Ja, wir sind soweit. Wir haben alle Zutaten vorbereitet. Jetzt geht es nur noch darum, das Gericht anzurichten. Wir fangen an mit dem Reis. Und am besten hier nehmen wir eine relativ große Schale. Wir haben jetzt hier so eine, die kann ruhig noch breiter sein. Und dann wird da einfach der Reis erst reingefüllt. Geht es eigentlich nur darum, die ganzen einzelnen Zutaten rumherum anzurichten. Das sind die Gurken. Wir machen das Fleisch hier rein. Fleisch? Genau. Da würde ich sagen, machen wir die Sojasprossen als nächstes. Wir nehmen einen Rucola-Salat. So, dann kommen noch zuletzt die Kartoffeln dazu. Gut, genau, das pochierte Ei. Das kommt dann oben drauf. Das kommt oben drauf, das ist mir jetzt etwas. Jawohl. So. Vielleicht kannst du einmal noch kurz die Suppe hier. Und ja, du kannst sie mal nach vorne stellen. So, die Soße kommt dann einfach oben drauf? Genau, die Soße kommt oben drauf. Das kann aber jeder selber sich entscheiden. Mhm. Entweder die Soße oder einfach nur Sesamöl. Und dann wären wir eigentlich schon fertig. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben 2 leckere Gerichte gekocht, Bibimbap und eine Miso-Suppe. Wir werden es jetzt probieren. Ich bedanke mich echt vielmals bei Jonathan. Hat richtig Spaß gemacht, hab viel gelernt. Ich bedanke mich bei euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
nicht für das Menü.